Ja, Sperber? Nein, ich bin doch in der Kanzlei. Aber ich komme gleich, halbe Stunde. Was? Ich habe den Anrufbeantworter angemacht, weil ich in Ruhe arbeiten will. Also, bis gleich. Das war deine Frau? Das war meine Frau. Hey, du könntest langsam aufstehen. Das ist auch meine Frau. Hier ist der Anrufbeantworter von Roman Sperber. Ich bin zurzeit nicht da. In dringenden Fällen rufen Sie die Kanzlei meines... Deine Frau traut dir nicht. Das ist die Nummer 089-420. Traut sie dir? Sie ruft dir an, obwohl sie weiß, dass mein Bruder in Amerika ist. Ich hab dich was gefragt. Nein, sie traut mir nicht. Oh, diesmal ist es meins. Rufst du es mir bitte? Ja. Wie rücksichtsvoll, dass die alle erst jetzt anrufen. Ja, hallo, Rotloff? Ach, ich war im Kino. Ja, ich trinke noch einen Espresso und dann komme ich. Ich denke, es wird so eine halbe Stunde dauern. Ja, bis dann. Das war mein Mann. Das war dein Mann. Er traut mir. Er traut dir. Ich glaube, es wird ihn sehr treffen, wenn ich so plötzlich die Scheidung einreiche. Was schaust du denn so? Wozu soll das gut sein? Ich liebe dich. Und ich möchte mit dir zusammenleben. Ich weiß bei dir nie, wann du lügst und wann du die Wahrheit sagst. Das ist ja für deinen Beruf ganz schlecht. Ich weiß auch bis heute nicht, ob es die Wahrheit war, dass der Liebhaber vor mir dich wirklich vergewaltigt hat. Oder ob es ein Rachefeldzug von dir war. Ist das so wichtig? Er saß in Untersuchungshaft. Er hat seinen Job verloren. Als dein Anwalt war ich nicht ganz unbeteiligt an dem Urteil. Oder hast du das schon vergessen? Nein. Gut, wenn das so wichtig ist. Es war Rache. Ja und? Was ist denn jetzt los? Ich würde dich bitten, dich anzuziehen. Das ist nicht dein Ernst. Was soll das jetzt? Das war's. Sag mal, redest du jetzt nicht mehr mit mir? Es gibt nichts mehr zu reden. Und wenn ich deine Entscheidung nicht akzeptiere? Was willst du denn machen? Man serviert mich nicht einfach ab. Nein, man verlässt dich nicht ungestraft. Da draußen ist für ein Doppelmord. Ein Mann und eine Frau sind erschossen worden. Und wo? Das wissen wir schon alles. Was ist denn mit dir los? Ich habe ihn halt gut erzogen. Uff. Ja, Kassier? Ja, ja, danke. Wir sind schon unterwegs. Ende. Und Werner Riedmann? Der müsste schon da sein. Abend, Herr Kress. Das ist Herr Lindner. Der wohnt unten in der Fabrik. Darf er durch? Können Sie den Anblick von Toten ertragen?
denke ich schon. Nein, komm bitte gleich mit. 9 mm Luger. Hab ich da hinten gefunden. Ah ja. Guten Abend. Er wurde einmal getroffen, sie zweimal. Alle Schüsse dicht am Herzen. Weißt du eigentlich schon, wie viele Schüsse überhaupt gefallen sind? 5, laut einem anonymen Zeugen. Ja, Leo, wie es aussieht, waren beide sofort tot. Die Tatzeit ist auch bekannt. Mehr habe ich im Augenblick nicht. Herr Lindner, kennen Sie die beiden? Ja, das ist Herr Sperber. Die Frau habe ich ein paar Mal hier gesehen, aber ich weiß nicht, wer sie ist. Wo wohnen Sie eigentlich genau? Hier gleich unter dem Dorf von Herrn Sperber. Der wohnt hier? Nein, nein, das ist der Bruder. Dem Bruder gehört die erste Etage. Aber der ist zurzeit in den Staaten. Ja, Herr Lindner, das war's schon. Erstmal jedenfalls. Wir kommen nachher noch mal zu Ihnen. Danke. Sie heißt Erika Rotloff. Sie sind beide verheiratet, aber nicht miteinander. Und der Wagen? Ist seiner. Er ist Rechtsanwalt. Ach, daher kenne ich den Namen. Ralf Sperber. Dann fangt ihr doch schon mal bei den Nachbarn, ja? Bitte, kommen Sie doch rein. Danke. Ich habe mich Ihnen noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Kress, ich leite die Mordkommission. Darf ich Ihnen eine Tasse Tee anbieten? Danke, ich kann nicht lange bleiben. Was sind Sie von Beruf, wenn ich fragen darf? Ich bin Psychiater. Ich habe gerade mit einem Kollegen zusammen eine Praxis in der Stadt eröffnet. Naja. Wie schätzen Sie das ein, was hier passiert ist? Wollen Sie sich nicht setzen? Nein, nein, ich muss gleich weiter. Ich würde sagen, es ist eine klassische Eifersuchtstragödie. Sieht so aus, nicht? Ja. Der Bruder von Herrn Sperber ist seit über einem Jahr in den Staaten und die beiden haben das da oben als Liebesnest benutzt. Entschuldigen Sie. Ja. Lindner. Entschuldigen Sie die Störung, aber ich mache mir Sorgen um meinen Mann, wenn Sie vielleicht einfach mal hochgehen würden. Vielleicht ist er ja in der Wohnung seines Bruders. Seien Sie so gut und rufen Sie in 10 Minuten nochmal an, ja? Kann ja schlecht sagen, dass da draußen Ihr Mann erschossen liegt mit seiner Geliebten. Nee, schlecht. Und da noch jemand? Nein, aber ich habe Schlüssel für oben. Na, dann gehen wir mal rauf. Ich gehe mal vor. Ja. Was machst du denn hier? Du kannst vielleicht Fragen stellen. Herr Lindner, lassen Sie uns bitte allein. Wir kommen dann zu Ihnen. Sie denken daran, die Frau ruft gleich. Ja, ich weiß. Also? Du, ich wollte mich hier einfach mal umsehen. Du kannst dich mal ans Telefon setzen, unten bei Lindner. Die Frau des Toten hat ihn raufgeschickt, er sollte nach ihrem Mann sehen. Aber ich muss hier nachher noch mal rein. Ja, ich weiß. Ja? Hm? Was hast du gesagt zu Frau Sperber? Ich habe gesagt, dass du kommst. Und sie? Sie hat einfach aufgelegt. Ich glaube, die Hand war's. Ja, das werden wir sehen. Also bis nachher. Was wollen Sie? Guten Abend, mein Name ist Chris. Ich bin von der Polizei. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, was passiert ist. Er ist tot. Frau Sperber, ich muss trotzdem mit Ihnen reden. Was gibt's da noch zu reden? Er ist tot. Z-
Zusammen mit ihrem Mann ist die Frau erschossen worden, die bei ihm war. Wie Sie sehen, es bricht mir nicht das Herz. Sagt Ihnen der Name Rotloff etwas? Erika Rotloff. Frau Sperber! Ja. Klar. Ich hätte es mir denken können. Mein Mann hat sie vor circa einem Jahr in irgendeiner Vergewaltigungssache vertreten. Und jetzt ist sie tot. Ihr Mann auch. Würden Sie mir bitte etwas über ihn erzählen? Wozu? Es ist vorbei. Sie werden nicht drumherum kommen. Soll ich Ihnen vielleicht seine ganzen Liebschaften aufzählen? Zum Beispiel? Das kann ich nicht. Noch ist nicht jedes Gefühl in mir tot. Und jetzt gehen Sie bitte. Ja gut, gleich. Ich muss Sie bitten, morgen früh in der Rechtsmedizin Ihren Mann zu identifizieren. Wenn es denn unbedingt sein muss? Ja, es muss sein, leider. Es ist zu wichtig. Wir werden Sie um 8 Uhr abholen. Guten Abend. Ja, ich komme, ja. Wer ist denn da? Wir sind von der Polizei. Polizei? Wissen Sie, wie spät es ist? Entschuldigung, mein Name ist Heimer, Richter. Es ist doch an Rotloff nichts passiert? Den hätten wir gerne gesprochen. Herr Rotloff ist außer Haus. Wissen Sie, wo er ist? Nein. Nein, das weiß ich nicht. Wollen Sie mir nicht sagen, was passiert ist? Nee, eigentlich nicht. Wenn er zurückkommt, dann sagen Sie ihm, er soll sich bei uns melden. Ja? Ja. Ja, das sag ich ihm. Frau Sperber ist ein harter Brocken. Naja, vielleicht kann ich ja morgen früh die Mauer aufbrechen, hinter der sie sich verschanzt. Vielleicht, wenn sie ihren toten Mann sieht. Hast du eine Waffe gefunden? Nein, hätte ich dir doch längst gesagt. Ich habe bei beiden Toten 2 Handys sichergestellt. Und 5 Patronenhülsen habe ich gefunden. Und niemand hat irgendwas gesehen. So ist es. Ralf Sperber hat Erika Rotloff in einem Prozess vertreten. Sie ist vergewaltigt worden. Ja, morgen früh bekomme ich bitte die Prozessakte. Ja, Kassier. Nee, nee, das geht schon, danke. Rotloff kommt. Ich denke, Gerd und Axel sind zu ihm gefahren. Doch, sind sie auch. Jetzt sag du mal was zu dem Fall. Ein Teufel werde ich tun. Der Herr Lindner, ja, ja, Psychiater ist, vermutet eine Liebestragödie. Der kann sich eine Fehleinschätzung leisten. Er arbeitet nicht mit dir. Ja. Herr Kress, der Herr möchte zu Ihnen. Ja, danke. Guten Abend. Mein Name ist Rotloff. Meine Haushälterin hat mich angerufen. Ja, das ist Herr Riedmann. Mein Name ist Kress. Bitte nehmen Sie Platz. Danke vielmals. Muss ich mir jetzt etwas Schreckliches vorstellen? Sie wissen nicht, wo Ihre Frau heute Abend war? Ich frage Sie nie. Was ist passiert? Ihre Frau ist tot. Sie ist erschossen worden. Wir möchten Ihnen unser Beileid aussprechen. Das ist Herr Heimann und das ist Herr Rotloff.
Guten Abend. Nicht etwas Wasser haben. Natürlich. Können Sie mir die näheren Umstände sagen? Ja, Ihre Frau ist zusammen mit dem Mann erschossen worden, mit dem sie die letzten Stunden verbracht hat. Sie können mir ruhig den Namen sagen, vielleicht kenne ich ihn. Danke. Sagt Ihnen der Name Sperber etwas? Ralf Sperber? Der hat Sie damals in dem Prozess gegen Joachim Fenner vertreten. Sie war vergewaltigt worden. Haben Sie gewusst, dass Ihre Frau ein Verhältnis mit Sperber hatte? Ich wollte das gar nicht wissen. Ich nehme an, so etwas ist bei ihr öfter vorgekommen. Ich habe sie geliebt. Deswegen wollte ich es nicht wissen. Ich möchte jetzt nach Hause. Sollen wir Sie nach Hause fahren? Nein, nein, danke. Sag mal, wie ist denn das gelaufen mit Rudloff und euch? Seine Haushälterin hat gesagt, sie wüsste nicht, wo er ist, aber sie hat ihn sicher angerufen, nachdem wir weg waren. Na, dann werden wir ihn morgen mal fragen, wo er war. Ich habe gestern versucht, Ihren Mann zu erreichen. Er hat mich belogen, wie immer. Und dann haben Sie Herrn Lindner angerufen. Ja, dann habe ich Herrn Lindner angerufen. Was haben Sie sich davon versprochen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wollte ich einfach, dass endlich alles mal aufhört. Aber es hat nicht aufgehört. Ich habe so gelitten unter diesem Mann. Sie ahnen gar nicht, wie oft ich darüber nachgedacht habe, ihn umzubringen. Und das sagen Sie mir einfach so? Ja, das sage ich Ihnen einfach so, weil ich die beiden nicht getötet habe. Bitte. Die wollen mich nicht zu meiner Frau lassen. Das hat seine Richtigkeit, da müssen Sie vorher mich fragen. Ich wollte Sie noch einmal sehen. Wir hätten Sie sowieso geholt, um Ihre Frau zu identifizieren. Frau Sperber, das ist Herr Rotloff. Und jetzt entschuldigen Sie uns bitte, wir müssen da rein. Ich werde hier warten. Guten Tag, Herr Rotloff. Guten Tag. Merkwürdig. In der Rechtsmedizin kriege ich immer Hunger. Eigentlich hätten wir Rotloff gleich mitnehmen können für ein Protokoll. Joachim Fenner hat bis zuletzt geleugnet, die Vergewaltigung begangen zu haben. Was wolltet ihr denn in der Rechtsmedizin? Wir haben uns angerufen, weil Rotloff unbedingt seine Frau sehen wollte. Ja, und? Hat er sie identifiziert? Ja. Merkwürdig gefasst ist er dabei geblieben. Wo ist Werner Riedmann? Der holt Fenner. Wer ist Fenner? Das ist der mit der Vergewaltigung von Frau Rotloff. Ah ja, da wollte ich ja die Prozessakten. Die liegen hier. Und warum holt Werner ihn? Weil Fenner bis zum Schluss behauptet hat, er hätte sie nicht vergewaltigt. Tja. Und jetzt ist er vorbestraft und seine Existenz ist ruiniert.
Und die beiden Gewinner waren Erika Rotloff und Ralf Sperber. Und beide sind jetzt tot. Irgendwie bin ich im falschen Film. Wieso? Weil ich jetzt auch noch bei der Mordkommission lande. Setzen Sie sich erstmal. Das ist so schon alles schlimm genug. Das ist Herr Heimann, das ist Herr Richter, mein Name ist Chris und das sind Ihre Prozessakten. Ich habe sie noch nicht gelesen. Brauchen Sie auch gar nicht. Ist nämlich alles ganz einfach. Wir hören. Ich war eine Zeit lang der Freund von Erika Rotloff. Und als ich nicht mehr wollte, war sie beleidigt und hat mir zum Schluss noch eine Vergewaltigung angehängt. Nebenkläger, Rechtsanwalt Ralf Sperber. Mein Nachfolger bei ihr. Ach, immerhin, das wissen Sie. Woher eigentlich? Nach dem Urteil, als ich aus der Haft entlassen war, hatte ich genug Zeit, sie zu beobachten. Möchten Sie einen Kaffee? Mag kein Kaffee. Ich habe sie aber nicht vergewaltigt, nur mir hat keiner geglaubt, weil ich nämlich schon mal in sowas verwickelt war. Na, und jetzt? Und jetzt bin ich meine Arbeit los. Ich bin Bauingenieur, beziehe Arbeitslosenunterstützung. Und jetzt sitze ich hier und Sie denken darüber nach, ob ich die beiden umgebracht habe. Langsam, langsam, so weit waren wir noch gar nicht. Meine Kollegen werden jetzt ein Protokoll mit Ihnen machen. Das kennen Sie ja alles. Ein Schuldigter oder was? Als Zeuge, Herr Knapp. Als Zeuge. Erstmal. Als Zeuge. Als Zeuge von was? Wie wäre es jetzt mit einer Tasse Tee? Hätten Sie Zeit? Hab ich. Und wie weit sind Sie? Noch nicht weiter, wenn ich ehrlich sein soll. So, bitteschön. Danke. Sie sind gar nicht in Ihrer Praxis? Ich habe nur so wenig zu tun. Ich fange erst an. Nein. Und Ihr Partner? Der führt die Praxis schon länger. Ich habe mich gerade erst eingekauft. Vielleicht sollte ich mich für den Polizeidienst bewerben. Würden Sie das reizen? Ich weiß nicht. Ja, ich habe noch gar nicht gefragt. Milch, Zucker, Zitrone? Zucker bitte. Auf alle Fälle hätte ich mehr zu tun, wenn ich bei der Polizei wäre. Sind Sie eigentlich bei Ihrer Einschätzung geblieben? Eine Liebestragödie? Ja, der Meinung bin ich nach wie vor. Allerdings habe ich mich in letzter Zeit mehr mit der Frage des Täters oder der Täterin beschäftigt. Na ja, wenn es nur ein Opfer gäbe, wäre es natürlich einfacher. Nur wenig. So kommen als Täter die beiden Partner der Opfer in Frage. Der Täter muss ein sehr guter Pistolenschütze sein. Wer einen anderen Menschen tötet, ist aus seiner Existenz getreten. Seine Vergangenheit ist ohne jede Bedeutung. Das klingt aber ein bisschen abstrakt. Habe ich irgendwann mal gelernt. Ja, ist einer meiner Mitarbeiter. Sie können jederzeit wiederkommen. Ich unterhalte mich gerne mit Ihnen. Danke, auch für den Tee. Aber vielleicht war ja auch alles ganz anders. Was? Was war anders? Also, bis zum nächsten Mal. Ich weiß immer noch nicht genau, was du hier willst. Bisher habe ich immer was gefunden. Frau Sperber hat kurz vor der Tat ihren Mann angerufen. Zweimal. Einmal auf dem Festnetz und einmal auf dem Handy. Weiß ich schon. Auch Frank Rotloff hat kurz vor der Tat seine Frau angerufen, auf ihrem Handy. Ja und?
Kannst du irgendetwas draus erkennen? Also mich haut's nicht gerade um. Mehr haben wir nicht. Tut mir leid. Kannst mir mal was über Michael Lindner zusammentragen? Was denn genau? Naja, alles, was du kriegen kannst. Ende. Ja? Kann ich mal mit Ihnen reden? Sagen Sie mir Ihren Namen. Ich heiße Bernd Lage. Ich war mal Polizeibeamter. Ich wäre sowieso gleich zu Ihnen aufs Präsidium gekommen. Kommen Sie rein. Danke. Mein Name ist Chris. Ich weiß. Und bei einem Doppelmord kann ich nicht so tun, als ob nichts wäre. Und? Was war? Ich habe im Auftrag von Herrn Rotloff zeitweise seine Frau beobachtet. Ich bin Privatdetektiv. Und da kommen Sie jetzt schon? So lange ist der Mord nicht her. Das sagt mir ein ehemaliger Polizist. Also, wenn Sie das Wichtigste Ihrer Beobachtung zusammenfassen müssten, was würden Sie dann sagen? Frau Rotloff hat in den letzten 6 Jahren 3 Freunde gehabt. Oder Liebhaber, wenn Sie so wollen. Mhm. Michael Lindner, Joachim Fenner und Ralf Sperber. Was denn, Lindner auch? Ja. Und in dieser Reihenfolge? Ja. Würde es Ihnen was ausmachen, gleich mit ins Präsidium zu kommen? Nein. Wir setzen Sie nachher wieder bei Ihrem Wagen ab. Können Sie mir zu den beiden Morden direkt etwas sagen? Ich hatte die letzten 2 Wochen keinen Auftrag von Herrn Rotloff. Moment, habe ich das richtig verstanden? Sie haben 6 Jahre lang in seinem Auftrag Frau Rotloff beschattet und ausgerechnet in den letzten beiden Wochen nicht. So ist es. Ja, glauben Sie, das war Zufall oder hat Herr Rotloff das begründet? Er hat gesagt, es sei genug. Denn noch sowas wie, er habe nicht mehr die Kraft, die Wahrheit zu akzeptieren. Er liebe sie nun mal. Mehr als sein Leben. Und das hat er so gesagt? Ja. Deshalb würde er ihr auch alles verzeihen. Denn eines dürfe nie passieren. Dass er sie verliere. So hat meine Frau ausgesehen. Sie war wunderbar. Sie haben kurz vor ihrem Tod mit ihrer Frau telefoniert. Das wissen Sie. Was haben Sie mit ihr gesprochen? Ich wollte wissen, wann sie kommt. Und was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, sie war im Kino und sie trinkt noch einen Espresso und dann kommt sie. Ihnen war doch sonst egal, wann Ihre Frau wo mit wem war. Das war eine Ausnahme, wenn Sie so wollen. Wo waren Sie eigentlich, als Sie mit ihr telefoniert haben? In einem Konzert. Es war eine Pause. Rachmaninow. Und dann? Und dann bin ich nach Hause gefahren. Aber als wir kamen gestern Nacht, waren Sie nicht zu Hause. Als ich gesehen habe, dass der Wagen meiner Frau nicht hier war, bin ich wieder in die Stadt gefahren. Und was wollten Sie in der Stadt? Ich habe Sie belogen. Sie haben Ihre Frau gesucht, weil Sie eifersüchtig waren. Richtig? Ja. Es war furchtbar. Das hätten Sie uns doch sagen können. Ich habe mich geschämt. Wir sehen uns dann morgen auf dem Polizeipräsidium. Und dann wollen wir ganz genau wissen, wo Sie überall waren in der Nacht. Entschuldigung. Ja, Richter. Wir sind schon unterwegs. Bis morgen. Was wollte denn unser Chef? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas ist passiert. Sag mal, der Rotloff, das ist schon ein komischer Typ, oder? Mehr tragisch als komisch, würde ich mal sagen. Er muss diese Frau unheimlich geliebt haben, auf eine ganz traurige Art. Der war ja total verfallen. Deswegen sage ich ja immer, schaff dir nie eine zu junge Geliebte an. Die machen dich fertig.
schaust du mich so an? Ich habe keine junge Geliebte. Eine etwas ältere leider auch nicht. Oh, brauchst du ja auch nicht. Hast ja mich. Vielen Dank, aber so schlecht geht's mir dann doch nicht. Wie meinst du das jetzt? Ja. Mit Ihrer Aussage haben wir einen völlig neuen Ermittlungsansatz. Denn bisher haben wir uns nur Schweigen oder bestenfalls Lügen eingehandelt. Wir fangen mit Ihren Personalien an, die kennen das ja alles, ne? Werner, bitte mach's kurz, ja? Apparat Heimann Riedmann. Nein. Ja, ich weiß, wo das ist. Danke. Michael Lindner ist in seinem Loft erschossen aufgefunden worden. Was? Ich nehme Sie gleich mit zu Ihrem Wagen. Wir machen morgen früh weiter. Herr Löhle, was ist denn hier los? Wollt ihr weg? Lindner ist erschossen worden. Warum habt ihr uns nicht angerufen? Ja, weil wir es eben erst erfahren haben. Kommt. Auf diesem Grundstück ruht kein Segen, hätte man früher gesagt. Das kannst du heute auch noch sagen. Oben brennt Licht, habt ihr das gesehen? Ja. Treppe ist nebenan. Herr Leo, zwei Schüsse haben ihn getroffen. Einen in die Leber, einen ins Herz. Und das Ganze war vielleicht vor einer Stunde. Hallo? Hallo. Was machen Sie denn hier? Was ich hier mache, ist gut. Ich habe von hier aus die Polizei angerufen, dass da unten ein Toter liegt. Am Schlüsselbund meines Mannes waren Schlüssel von dieser Wohnung hier. Und was wollten Sie hier? Ich suche die Adresse seines Bruders, die er in den USA hat. Oder wenigstens seine Telefonnummer. Ich muss ihn doch benachrichtigen, den Bruder meines Mannes. Und dann haben Sie den Toten da unten gefunden. Ja, dann habe ich den Toten gefunden. Ich meine, ich hätte Sie auch nicht anrufen brauchen, wenn Sie meinen, Sie sollten mich verdächtigen. Die Tür unten war auch offen. Haben Sie gewusst, dass Herr Lindner auch ein Verhältnis mit Erika Rotloff hatte? 2 Jahre vor Ihrem Mann. Ah ja? Nein. Das wusste ich nicht. Ich möchte, dass die Wohnung versiegelt wird, wenn ihr geht. Frau Schwerber, das ist noch nicht zu Ende. Ein Protokoll müssen wir auch noch machen. Sagen Sie, der Tote da unten ist der... Darüber können wir Ihnen keine Auskunft geben. Wiedersehen. Viel zu tun hier. Das kann man wohl sagen. Ich habe in der Küche 2 benutzte Teegläser gefunden. Der hat Besuch gehabt. Ja, mich. Morgen früh nimmst du das alles mal auseinander hier, ja? Und was wolltest du über Lindner? Na, du kannst vielleicht fragen. Und warum wolltest du, dass ich über ihn etwas in Erfahrung bringe? Vielleicht war es meine Nase. Bis nachher. Ja, Kassier. Wie kommen Sie denn darauf? Wollen Sie nichts mehr von mir? Gefällt Ihnen mein Motiv für den Doppelmord nicht? Wir haben Sie nicht vergessen, Herr Fenner. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich mache mir aber Sorgen. Sie können mich nicht einfach so hängen lassen. Ich werde doch wahnsinnig! Oh Mann, hättest du wenigstens mal Kaffee kochen können. Also so lange bin ich nur auch noch nicht hier. Außerdem Kaffee so spät, da schläfst du bloß schlecht. Da hast du recht. Joachim Fenner hat gerade angerufen. Warum das denn? Er fühlt sich von uns vernachlässigt und wird damit nicht fertig. Ach Gott, der Arme. Er tut mir aber leid. Da hat er nicht Unrecht. Sag mal,
Habt ihr gerade über mich gesprochen? Klar, warum? Weil sie so still ist auf einmal. Du wirst es nicht für möglich halten, aber wir haben andere Sorgen im Moment. Wir sollten den Rottloff holen, auch wenn es schon spät ist. Der läuft uns nicht weg. Was ist eigentlich passiert? Von jetzt ab stimmt keine der Fragen mehr, die wir uns bei den Ermittlungen bisher gestellt haben. Keine. Ist alles ganz anders. Wann, was, wo, warum? Alles umsonst. Nicht ganz. Wo stimmt? Die alte Fabrik. Und wo fangen wir jetzt an? Bei unserem letzten Toten, bei Michael Lindner. Morgen, Herr Kollege. Was macht denn die Streife hier? Der Staatsanwalt ist in der Praxis von Michael Lindner. Was macht die Mordkommission hier? Genau dieser Michael Lindner ist heute Nacht erschossen worden. Ich bin so ahnungslos wie irgendetwas. Niemand macht Ihnen einen Vorwurf. Ihre Standesorganisation hat uns einen Verdacht mitgeteilt. Und dem gehen wir nach. Aber ich kann mir doch von einem Kollegen nicht alle Dokumente vorlegen lassen. Die Mordkommission. Hallo. Das ist Herr Farning, der Partner von Herrn Lindner, Herr Heimann und Herr Richter. Danke. Tja, meine Herren, ich werde Ihnen auch nicht viel helfen können. Herr Farning weiß bereits, dass Michael Lindner gestern Nacht getötet worden ist. Ja, eine grauenhafte Geschichte, das Ganze. Entschuldigung, Herr Staatsanwalt, darf ich fragen, was Sie hier machen? Wir stellen aufgrund einer Anzeige alles sicher aus der Praxis von Michael Lindner. Und warum? Weil Michael Lindner, so wie es aussieht, mit gefälschten Papieren und Dokumenten praktiziert hat. Tja, man lernt nie aus. Was hat sein Tod nun zu bedeuten? Wenn wir das wüssten. Morgen, Leo. Moin. Sag mal was zu Michael Lindner. Mach du bitte Kaffee, dann ist besser. Oh, komm, nicht ausweichen. Ich will was zu Michael Lindner hören. Er war der Geliebte von Erika Rotloff. Was traut man jemandem zu, wenn er angeblich Psychiater ist? Und was, wenn diese Fassade weg ist? Welche Verbrechen meinst du? Keine schlechte Frage. Ja, irgendwas muss gewesen sein, sonst wäre er noch am Leben. Er muss seinen Mörder gekannt haben. Er hat ihm ja die Tür aufgemacht. Ja, Kässchen? Ja, ja, wir warten schon. Danke. Lindner hatte Charme, er war gebildet. Was kann so einer und was kann er nicht? Für mich kann der alles, einschließlich Mord und Totschlag. Das kann ich mir bei ihm aber nur schwer vorstellen. Also, ich kann mir von jetzt ab alles vorstellen. Ich auch. Ja? Guten Morgen. Guten Morgen. Bitte, setzen Sie sich. Kennen Sie Herrn Lindner? Wen? Michael Lindner. Er wohnt da, wo Ihre Frau ermordet worden ist. Nein, kenne ich nicht. Könnte es sein, dass ich einen Rechtsanwalt brauche? Das könnte so kommen. Vor allem, weil Sie uns nicht die Wahrheit sagen. Bis jetzt haben Sie nur gelogen und verschwiegen. Natürlich kennen Sie Herrn Lindner. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ton ist, mit jemandem umzugehen, dessen Frau gerade getötet worden ist. Das wundert Sie? Bis jetzt haben Sie nicht gezeigt, dass Sie bereit sind, uns bei der Suche nach dem Mörder zu helfen. Zum Beispiel. Sie haben Ihre Frau jahrelang beobachten lassen, von einem Privatdetektiv. Sagen Sie jetzt nicht, Sie wüssten nicht, wovon wir reden. Wenn wir hier fertig sind, wird jemand von uns mitfahren und Sie werden ihm die Unterlagen aushändigen, die Sie von diesen Beobachtungen haben. Das werde ich nicht tun. Sehen Sie, da sind wir genau an dem Punkt, den ich meine. Dann werden wir uns die Unterlagen von Ihrem Privatdetektiv Bernd Lage geben lassen. Das darf Lage gar nicht.
Bei Mord und Totschlag bekomme ich ganz schnell einen richterlichen Beschlagnahmebeschluss. Ich möchte jetzt nach Hause. Das wird nicht gehen, Herr Heimann und Herr Richter werden jetzt ein Protokoll mit Ihnen machen. Dann möchte ich meinen Rechtsanwalt anrufen. Bitte? Gestatten Sie eine Frage, bevor ich gehe? Haben Sie Ihre Frau irgendwann mal zur Rede gestellt, Sie mit dem konfrontiert, was Sie von dem Privatdetektiv erfahren haben? Nein, das habe ich nicht. Sie haben das also ertragen, ohne was zu sagen? War das nur die Angst, Sie zu verlieren? Das werde ich Ihnen nicht beantworten. Sie würden es nicht verstehen. Wenn du mich jetzt fragst, wie weit ich bin, verweigere ich die Antwort. Ich frag ja gar nicht. Ich hätte nämlich gerade erst angefangen. Ha, hast dir einen Tee gemacht? Ja. Seiner war nämlich nicht schlecht. Es ist mein eigener. Willst du eine Tasse? Oh ja, gern. Eigentlich mag ich auch lieber Tee. Danke. Also gut, Leo. Sag, was ist los? Ich habe immer noch keine Hintergrundinformationen über Frank Rotloff von dir. Frank Rotloff und sein Bruder Rudolf verfügen über ein ererbtes und erworbenes Vermögen in Höhe von ungefähr 80 Millionen Mark. Der Bruder verwaltet Vermögen und Fabrik. Frank Rotloff hat Psychologie studiert und in Philosophie promoviert. Eine Zeit lang hat er in Afrika gelebt. Da war er hauptsächlich auf der Jagd. Ach, auf der Jagd? Seine Frau hat er vor 10 Jahren geheiratet. Gearbeitet hat er nie. Immer wenn ihm langweilig war, ist er auf Weltreise gegangen. Bei so einem Leben kannst du doch nur neurotisch werden. So ist es. Sag mal, hast du keine Arbeit? Doch, ja. Klar habe ich Arbeit. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Nee, aber du wirst es mir gleich sagen. Der Lindner hat sich doch in die Praxis eingekauft. Ja. Aber in seinen Kontoauszügen sind keine Summen in der derartigen Größenordnung zu finden. Hm? Leo, lässt du mich jetzt allein? Ja, okay. Guten Tag. Guten Tag. Sind Sie angemeldet? Nein, ich möchte aber trotzdem zu Herrn Farning. Kriminalpolizei, mein Name ist Kress. Es sind gerade 2 Kollegen von Ihnen beim Doktor. Wenn Sie so lange im Wartezimmer Platz nehmen wollen? Wie heißen denn die Kollegen? Herr Richter und Herr Heimann. Dann darf ich sicher gleich rein. Da? Ja. Danke. Entschuldigung, guten Tag. Das ist unser Chef, Hauptkommissar Kress. Wollen Sie Platz nehmen? Danke. Ja, ich stehe gerade Rede und Antwort über meine Beziehung zu Michael Lindner. Aber da war nichts. Wir kannten uns kaum. Ich habe eigentlich nur eine einzige Frage. Wie hoch war der Preis für Herrn Lindner, sich hier einzukaufen? Muss ich das beantworten? Wir kriegen das auch über die Finanzbehörde raus. $250.000. Und wie hat Lindner bezahlt? Ja, das Eigenartige war, er hatte das Geld in bar. Er hat es aus Amerika mitgebracht. Und hat er gesagt. Und das hat Sie nicht misstrauisch gemacht? Nein. Warum? Sollte es? Ich meine, er hat in Amerika studiert, unter anderem. Hat er gesagt? Ja, hat er gesagt. Entschuldigung. Ja, Richter hier. Ja, wir sind gleich da. Wir müssen los. Riedmann hat was gefunden. Ich komme noch mal wieder. Das klingt wie eine Drohung. Ist aber keine.
Darin war die Waffe eingewickelt. Und darauf kannst du wetten, das ist sie. 5 Schuss fehlen. 9 mm Luger stimmt auch. Na dann los, ab ins Labor, Schussvergleich. Wo war sie denn versteckt? Da an der Wand war Ruß. Für dir bleibt doch nichts verborgen. Wie war denn das nun mit Frank Botloff? Mit dem Protokoll. Merkst du was? Leo will uns die Zeit vertreiben, bis Riedmann mit dem Schussvergleich wieder da ist. Freunde, wir haben genug Arbeit, nicht? Also. Also, durch die Anwesenheit von seinem Anwalt, Professor Krage, so wenig rausgekommen, dass wir jetzt eigentlich noch misstrauischer sind. Was ist denn das? Das ist das Protokoll von Joachim Feller. Mhm. Selbst wenn Lindner tatsächlich mit der Waffe Erika Rotloff und Ralf Schwerber erschossen hat, dann wäre die Frage, warum? Bleibt vor allem immer noch die Frage, wer hat Lindner erschossen? Und wiederum warum? Wir sollten bei den 250.000 Mark ansetzen, die Lindner bar bezahlt hat und die er offensichtlich von jemandem bekommen hat, damit er die beiden erschießt. Dann gehst du davon aus, dass dieser Michael Lindner ein Auftragskiller war? Darauf wird's wohl rauslaufen. Tja, und jetzt? Ich habe mir von unterwegs die Frau Sperber herbestellt. Die Sperber? Aha. Ja, ihr könnt ja wohl kaum davon ausgehen, dass Frank Rotloff den Auftrag gegeben hat, die Frau zu erschießen, die er offensichtlich sehr liebt. Ja. Guten Tag. Besuch für Sie, Herr Kress. Danke. Nun, darf ich mal wissen, was auf einmal so wichtig ist? Frau Sperber, bitte nehmen Sie Platz. Ich möchte, dass wir das jetzt hinter uns bringen. Ich möchte, dass Sie jetzt ein Protokoll mit mir machen. Ich kann inzwischen auch lückenlos die Zeit belegen, in der mein Mann... Mann und diese Frau ermordet worden sind. Das wird nicht das Entscheidende sein. Wir sind wieder ein ganzes Stück weiter. Ich verstehe nicht. Wir gehen davon aus, dass der Mord an Ihrem Mann und Frau Rotloff ein Auftragsmord war. Dann kommen Sie zu mir. Ganz einfach so. Nach Lage der Dinge kommen nur 2 Menschen für so einen Auftrag in Frage. Und einer davon sind Sie. Dürfte ich mal um ein Glas Wasser bitten? Klar doch. Hier. Sagen Sie... Und wie hoch ist die Summe, mit der ich diesen Doppelmord bezahlt haben soll? 250.000. Na, dann freuen Sie sich mal. Mein Mann hat mir nichts wie Schulden hinterlassen. Das passt doch zu ihm, oder? So eine 500.000 vielleicht oder so. Entschuldigung. Ja, Chris. Ah, Werner. Doch, doch. Nein, Frau Sperber. Aha. Ja, danke. Das ist die Waffe. Dieser Herr Lindner, ist er nicht auch ermordet worden? Ja. Ihr solltet mal nach Werner Riedmann schauen. Im Loft von Lindner. Der will uns loswerden. Wollen Sie einen Rechtsanwalt haben? Ich nehme an, Sie kennen genug. Wozu? Damit
hat die Sperber den Nagel eigentlich auf den Kopf getroffen. Womit? Na, mit ihrem, der Lindner, ist der nicht auch ermordet worden? Naja, das haben wir noch nicht zu Ende gedacht. Wer wir und was? Also, dass der Doppelmord ein Auftragsmord war, davon kannst du ausgehen. Genau, das ist die Frage. Ich meine, auftragssicher. Aber sollte es wirklich ein Doppelmord gewesen sein? Frau Sperber, hören Sie auf, sich was vorzumachen. Sie sind nicht raus aus der Geschichte. Nicht so, wie Sie glauben. Entschuldigung. Ja, Kass hier. Nein, Herr Staatsanwalt, ich bin sofort da. Doch, doch, das geht schon. Danke. Tut mir leid, Frau Sperber, ich muss weg. Können wir morgen früh weitermachen. Wenn es Ihnen was gibt. Tut mir leid, geht nicht anders. Wiedersehen. Ich nehme Sie mit runter. Ich bin da alleine raus, danke. Lindners Studienbuch. 4 Semester Medizin, 5 Semester Psychologie, Freie Universität Berlin. Danach ist er nach Amerika. Und was hat er da gelernt? Auf jeden Fall schießen. Tja, können wir was für dich tun? Am liebsten gar nichts. Na ja, dann fliegen wir hier auch wieder raus. Tschüss. Tschüss. Ja, Herr Rhein. Tag, Herr Berg. Ach, Herr Kress. Mord und Totschlag ist nicht gerade mein Spezialgebiet. Bitte setzen Sie sich doch. Dankeschön. Ja. Spannen Sie mich nicht auf die Folter. Sagen Sie nicht sowas zu einem Staatsanwalt. Das haben wir zwischen den Unterlagen von Michael Lindner gefunden. Ich wollte Ihnen das am Telefon nicht vorlesen. Ich habe lange gebraucht, um herauszufinden, dass deine Approbation als Psychiater erstunken und erlogen ist. Ich werde dafür sorgen, dass sich deine verlogene Existenz in nichts auflöst. Die Beleidigungen und Erniedrigungen, die du mir zugefügt hast, kann ich dir endlich heimzahlen. Niemand verlässt mich einfach so. Ich werde dich anzeigen, Erika. Ich nehme an, dass sie ihn bei der Staatsanwaltschaft angezeigt hat. Allerdings anonym. Ja, das wäre Lindners Ende gewesen. Ja, vielleicht hat er geglaubt, er könnte die Anzeige noch verhindern. Offensichtlich ja. So, jetzt stimmt alles. Der Lindner hat die 250.000 Mark Vorschuss von Rotloff für den Mord an Ralf Sperber kassiert. Aber der Mord an Erika Rotloff, der war auf eigene Rechnung. Das war sein Fehler. Er hat dem Rotloff das genommen, was er am meisten geliebt hat. Tag. Ja? Dürfen wir? Sie sind nicht angemeldet. Das ist richtig. Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Ach, möchten Sie ablegen? Danke, das lohnt sich nicht. Wenn Sie bitte hier warten, ich werde Sie anmelden. Herr Rotloff ist im Arbeitszimmer. Wir kommen gleich mit. Wie Sie wünschen. Herr Rotloff? Tot. Haben Sie den Schuss nicht gehört? Ich bin noch erst vor 5 Minuten gekommen. Ich habe deinen Tod gerecht. Ich komme jetzt zu dir, weil ich das Leben ohne dich nicht ertragen kann. Bis gleich.